Lesung aus dem Buch Amos. So spricht der Herr: An jenem Tag richte ich die zerfallene Hütte Davids wieder auf und bessere ihre Risse aus. Ich richte ihre Trümmer auf und stelle alles wieder her, wie in den Tagen der Vorzeit, damit sie den Rest von Edom unterwerfen und alle Völker, über denen mein Name ausgerufen ist, Spruch des Herrn, der das ausführt. Seht, es kommen Tage, Spruch des Herrn, da folgt der Pflüger dem Schnitter auf dem Fuß und der Keltertreter dem Seemann. Da triefen die Berge von Wein und alle Hügel fließen über. Dann wende ich das Geschick meines Volkes Israel. Sie bauen die verwüsteten Städte wieder auf und wohnen darin. Sie pflanzen Weinberge und trinken den Wein. Sie legen Gärten an und essen die Früchte. Und ich pflanze sie ein in ihren Boden, und nie mehr werden sie ausgerissen aus ihrem Boden, den ich ihnen gegeben habe, spricht der Herr, dein Gott. Wort des lebendigen Gottes. Zum Kehrvers singen wir: Friede, Friede, Friede sei mit dir. Friede, Friede, Friede sei mit dir. Ich will hören, was Gott redet. Frieden verkündet der Herr seinem Volk und seinen Frommen. Sie sollen sich nicht zur Torheit wenden. Friede, Friede, Friede sei mit dir. Es begegnen einander Huld und Treue, Gerechtigkeit und Friede küssen sich. Treue sproßt aus der Erde hervor, Gerechtigkeit blickt vom Himmel hernieder. Friede, Friede, Friede sei mit dir. Ja, der Herr gibt Gutes, und unser Land gibt seinen Ertrag. Gerechtigkeit geht vor ihm her und bahnt den Weg seiner Schritte. Friede, Friede, Friede sei mit dir. The Lord be with you. And with thy spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint Matthew. Then the disciples of John came to him, saying, Why do we
and the Pharisees fast often, but your disciples do not fast. And Jesus said to them, the wedding guests cannot mourn as long as the bridegroom is with them, can they? The days will come when the bridegroom is taken away from them, and then they will fast. No one sews a piece of unshrunk cloth on an old clock, for the patch pulls away from the clock, and a worse tear is made. Neither is new wine put into old wineskins. Otherwise, the skins burst, and the wine is spilled, and the skins are destroyed. But new wine is put into fresh wineskins, and so both are preserved. The Gospel of the Lord. Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. In jener Zeit kamen die Jünger Johannes des Täufers zu Jesus und sagten: Warum fasten deine Jünger nicht, während wir und die Pharisäer fasten? Jesus antwortete ihnen: Können denn die Hochzeitsgäste trauern, solange der Bräutigam bei ihnen ist? Es werden aber Tage kommen, da wird ihnen der Bräutigam weggenommen sein, dann werden sie fasten. Niemand setzt ein Stück neuen Stoff auf ein altes Gewand, denn der neue Stoff reißt doch wieder ab und es entsteht ein noch größerer Riss. Auch füllt man nicht jungen Wein in alte Schläuche, sonst reißen die Schläuche, der Wein läuft aus und die Schläuche sind unbrauchbar. Jungen Wein füllt man in neue Schläuche, dann bleibt beides erhalten. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Before I begin to share something on the gospel, I have a personal information to pass on to you. Also bevor ich etwas zum Evangelium sage, habe ich eine persönliche Sache, die ich euch sagen möchte. It's a bit of a sad news, but I want to say it is not really sad. Es ist ein bisschen traurig, aber ich möchte euch sagen, es ist auch nicht wirklich traurig. Last night I got a phone from India. Letzte Nacht bekam ich einen Anruf aus Indien, that my aunt, my mother's sister, aunt, also dass meine Tante, who is a religious nun, die Schwester meiner Mutter, die eine Ordensschwester ist, 71 years old, sie war 71 Jahre alt, she passed away, sie ist gestorben, and this morning was the funeral. Heute Morgen war bereits die Beerdigung. What I remember about her is, und woran ich mich bei ihr erinnere, ist Folgendes. She was like a mentor to me, someone who would teach me. Also sie war für mich wie ein Mentor, wie eine Lehrerin. She taught me how to love Jesus. Sie war es, die mich gelehrt hat, Jesus wirklich zu lieben. When I return from the seminary for holidays, wenn ich aus dem Seminar zurückkam, im Urlaub nach Hause, I will go to the convent to see her. Dann bin ich immer in den Konvent gegangen, um sie zu sehen. And she will ask me questions. Und sie hat mich dann immer etwas gefragt. She will get to know immediately my problems. Und sie wollte immer wissen, mit welchen Problemen ich gerade beschäftigt and war. And she will assure me, I will pray to Jesus for you. Und sie hat mich immer versichert und hat gesagt, ich werde für dich zu Jesus beten. In fact, when I really wanted to take a decision about my priesthood, und in der Tat war es so, als ich wirklich meine Entscheidung treffen wollte, Priester zu werden. Brother Thomas Paul knows about it. Thomas Paul weiß darum. I listened to his preaching as well. Weil ich habe auch seine Predigten sehr gut angehört. And I told this aunt sister of mine. Und dann habe ich dieser meiner Tante gesagt. I told her I want to be a priest, but I don't know how. Ich habe zu ihr gesagt, ich möchte gerne Priester werden, aber ich weiß nicht, wie das gehen soll. I see many difficulties before me.
Ich sehe da so viele Schwierigkeiten vor mir. And she said the same words that she would say often. Und sie hat dasselbe gesagt, was sie ganz oft gesagt hat. I will pray to Jesus for you. Ich werde zu Jesus für dich beten. And then I came to learn about a habit of hers. Und dann habe ich eine Eigenschaft von ihr, eine Gewohnheit von ihr kennengelernt. The superior of the convent told me. Und das hat mir die Oberin des Konventes gesagt. They also have a 24-hour adoration in their convent. Ja, in ihrem Konvent gab es eben auch diese 24-stündige Anbetung. I think that was also a fruit of Brother Thomas Wolfe's preaching. Und ich glaube, dass das auch eine Frucht des Gebetes von Thomas Paul war. Wherever Brother Thomas Paul went, the Eucharist had to be adored 24/7. Also immer da, wo Thomas Paul gepredigt hat, wo er hinkam, da gab es dann auch 24/7 Anbetung. So in this convent, the sisters took turn to adore the Lord. Und so war es eben auch in diesem Konvent. And when they were programming the timings, who would make the adoration? Und wenn sie den Zeitplan aufstellten, wer wann zur Anbetung geht? Definitely there was difficulty for the night. Natürlich gab es da dann eben auch die Schwierigkeiten. As we also have problem, who will do the night adoration? So wie es hier auch ist, dass man sich fragt, wer geht in der Nacht in die Anbetung? And this aunt of mine. Und diese meine Tante nun. Every night. Die war es, die jede Nacht. From 3 a.m. to 4 a.m. Von 3 Uhr bis 4 Uhr was her choice. Das war das, die Stunde, die sie ausgewählt hatte. Even when she was ill, selbst wenn sie krank war, taking medicines, hat sie Medizin genommen. But from 3 a.m. to 4 a.m. she will be okay. Aber dann war sie immer von 3 bis 4 in der Lage, die Anbetung zu machen. Sometimes she had problems with pressure, with diabetes, with stomach upset. Manchmal hatte sie Probleme mit dem Magen, mit Diabetes, mit Bluthochdruck. The whole day in the room, not able to get up. Sie war dann den ganzen Tag in ihrem Zimmer, sie konnte nicht aufstehen. But strike 3 in the morning. Aber morgens um 3. She is before the Eucharist. War sie vor der Heiligen Eucharistie. Say one hallelujah for her. Hallelujah. Sagen wir ihr ein Hallelujah. We praise you, Jesus. Preis sei dir, Jesus. We adore you, Jesus. Wir beten dich an, Jesus. Jesus gave into her so much desire to adore him. Also Jesus hatte dieser meiner Tante so eine starke Sehnsucht geschenkt, ihn anzubeten. This was given to her as a gift. Das hatte sie als Geschenk empfangen. And she passed on this gift to us. Und sie hat dieses Geschenk an uns weitergegeben. And he educated the family and especially me about being close to Jesus in the Eucharist. Und sie hat die ganze Familie und in besonderer Weise mich gelehrt, wie wir ganz nah bei Jesus sein sollen. That's why I told you that even though I'm sad about it, I'm not able to attend her funeral. Also und deswegen erzähle ich euch das, weil ich ein bisschen traurig darüber bin, dass ich nicht an ihrer Begräbnisfeier teilnehmen konnte. But I'm happy because she taught me how to adore Jesus. Aber gleichzeitig bin ich glücklich, weil sie mich gelehrt hat, wie ich Jesus anbeten soll. And I believe she is interceding that all of us in this community and part of this community. Und ich bin mir ganz sicher, dass sie Fürbitte für uns hält, für unsere Gemeinschaft hier. This community warmed by the Eucharistic flame. Diese Gemeinschaft der eucharistischen Flamme, dass sie erwärmt wird. Her intercession will be there, so that we may grow. Also sie wird für uns eine Fürbitterin sein, damit wir wachsen können. That our hearts may be warmed up. Dass unsere Herzen für die Eucharistie erwärmt werden. That our desires may be stirred. Dass unsere Sehnsucht aufgewühlt wird. And I'm sure Sister Sahaya will be very happy to get people booking for the night hours. Ich bin ganz sicher, dass die Sahaya sich auch freut, wenn jetzt viele Leute. Because the Lord is going to give us that desire. Weil der Herr uns dieses Verlangen. He has kept the best for the night. Er hat das Beste für die Nacht aufgewühlt. 2 to 3, 3 to 4, 12 to 1, best things are there. 2 bis 3, 3 bis 4, 12 bis 1, das Beste wird euch in dieser Zeit gegeben. When you get out of the church, put your markings immediately. Also, wenn ihr nachher aus der Kapelle rausgeht, tragt euch sofort ein. Okay. In the Gospel we saw Jesus confronting the disciples of John. Also, in dem Evangelium haben wir gesehen, wie Jesus den Jüngern des Johannes begegnet. The disciples of John the Baptist and the Pharisees are more or less in the same boat. Also die Jünger des Johannes und die Pharisäer, sie sind sozusagen im selben Boot.
The boat of the Old Testament. Nämlich in diesem Boot des Alten Testamentes. The boat of the old wine. In dem Boot des alten Weines. The boat of the old clock. Also im Boot des alten Stoffes. Der alten Jesus instead wants to give them the new wine. Aber Jesus möchte ihnen stattdessen den neuen Wein geben. And therefore there is a confrontation. Und deswegen gibt es diese Konfrontation. There is a fight. Da gibt es einen kleinen Kampf. We do many things. Wir tun doch so viel. And you do not do it. Aber ihr tut es nicht. And yet you are happy. Und ihr seid viel glücklicher. Your disciples are looking good. Deine Jünger, sie sehen glücklich aus. Sie sind they are carefree. Sie fühlen sich so frei. They are laughing and yelling. Sie lachen und sie vergnügen sich. How is this happening? Wie kann das gehen? In fact, this is the same question the world has to us. In der Tat ist es dieselbe Frage, die Welt an uns stellt. Many people outside in the world, they're doing many things to be happy. In der Tat ist es so, viele Menschen in der Welt tun so viele Dinge, um glücklich zu sein. They are booking for many programs of wellness therapy and I don't know what. Sie machen so viele Termine für Wellness-Therapie und all sowas. A lot of euros are being spent. So viel Geld geben sie dafür aus. Maybe they are happy for 3 days or 4 days. Vielleicht sind sie 3 oder 4 Tage davon glücklich. But if anyone sees Carl or Sister Sahaya or Signora Luca, they will say, how much did you pay to be so happy? Aber wenn diese Leute den Carl oder mich oder Luca sehen, dann fragen sie uns, wie viel Geld musst du dafür ausgeben, um so glücklich zu sein? We were happy during the program, but after the program we are back to the same boat. Also wir waren während unserer Wellnessprogramme glücklich, aber danach sind wir wieder im alten Boot. You seem to be happy always. Ihr seht so aus, als wäret ihr immer glücklich. You don't seem to be having any problems at all. Es sieht so aus, als hättet ihr überhaupt keine Probleme. There is a smile on your face. Ihr habt immer so ein Lächeln auf dem Gesicht. There is a radiance that comes out of your life. Da ist eine Ausstrahlung, die von eurem Leben ausgeht. There is a positive energy, a vibration around you. Da ist so eine positive Energie, eine Vibration um euch herum. Can you tell us the website where you get this? Kannst du mir die Webseite sagen, wo man das kriegen kann? This is the same question that the disciples of John also asked Jesus. Und das ist dieselbe Frage, die Jünger des Johannes an Jesus gestellt haben. We are doing many things. Wir tun doch so viel. Even fasting. Sogar Fasten. Many rigorous exercises. So viele Übungen. Rigorous religious practices. So viele religiöse Praktiken. But then they realize. Aber dann erkannten sie. These works are. Diese Arbeit. Dead works. Sind tote Werke. As the word of God instructed us in Hebrews chapter 6 verse 1. Das ist das, was wir vorhin schon in Hebräer 6:1 gehört haben. These are dead works because there is no love there. Das sind tote Werke, weil eben keine Liebe da ist. There is no presence of the Holy Spirit there. Der Heilige Geist ist da nicht anwesend. And therefore these works are dead. Deswegen sind diese Werke tot. It may live for 3-4 days. Das mag vielleicht anhalten. It's not going to go within you. Aber es dringt nicht in euch ein. When a problem comes, you're not going to smile. Wenn ein Problem kommt, dann könnt ihr nicht weiter lächeln. When the tablets finish, you're still going to back to depression. Wenn die Tabletten zu Ende sind, dann fallt ihr wieder in die Depression. This is the new wine Jesus is giving us. Aber Jesus möchte uns eben diesen neuen Wein geben. And anyone who believes in him, he's going to give it for free. Und jeder, der an ihn glaubt, bekommt das ganz umsonst. And this is the invitation for all of us to be that new creation. Und das ist eine Einladung an jeden von uns, diese neue Schöpfung zu sein. St. Paul understood this and he speaks to us in the letter to the Corinthians. Und der heilige Paulus hat das verstanden und er spricht darüber zu uns im Korintherbrief. Let us read from 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Lesen wir dazu den 2. Korintherbrief, 5. Kapitel, Vers 17. Have you Bibles with you? No? Habt ihr eure Bibel dabei, dann schlagt es auf. In your mobile? No? Vielleicht okay. In eurem Handy. 2. If you have in the mobile, you can always, because we, it's good now and then to look at it, read it. Also es ist immer gut, wenn wir es anschauen und wenn wir es vielleicht auch laut lesen können. I read it in English. So if anyone is in Christ, there is a new creation. Everything old has passed away, see, everything has become new. Also 2. Korinther, 5. Kapitel, Vers 17.
Wenn also jemand in Christus ist, dann ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Can we repeat it? You can say it. Können wir das nochmal wiederholen? Ich sage es stückweise vor und ihr wiederholt dann. Wenn also jemand in Christus ist, dann ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Neues ist geworden. How many of you can say it by heart now without Sister Sahayam saying? Wer von euch kann das jetzt schon auswendig sagen, ohne dass ich es vorsage? Once again, repeat. Also wir machen es noch einmal zusammen und dann seid ihr alleine dran. Mm-hmm. Wenn also jemand in Christus ist, dann ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Neues ist geworden. Okay, together. Wenn also jemand in Christus ist, dann ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Wenn also jemand in Christus ist, dann ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. This promise comes with a guarantee. Und dieses Versprechen kommt mit einer Garantie. That we are going to be new for sure. Wir werden ganz sicher neu sein. If we encounter Christ, we will be new, sure. Wenn wir Christus begegnen, dann werden wir neu sein. I see sometimes electrical equipments guaranteed for 10 years, 15 years. Manchmal sehe ich das auf so elektrischen Geräten, Garantie für 10 Jahre, für 15 Jahre. The best car of Germany is BMW, I guess. Was? Ach so, also die beste Garantie ist Benz oder BMW. Okay, how many years will they give guarantee to that car? 10 years? Wie viele Jahre geben sie Garantie für das Auto BMW oder 10 Jahre, 15 Jahre? Weiß das jemand? 50.000 Kilometer. Okay, 50.000 Kilometer can be finished in 5 or 6 years or even earlier, right? So no manufacturer is going to give us a guarantee of any of his products for long time. Also diese 50.000 Kilometer haben wir in 5-6 Jahren, so lange haben wir dann die Garantie. Niemand gibt uns eine Garantie für immer. For our entire life. Niemand gibt uns eine Garantie für die Ewigkeit. Jesus is going to give us that we shall be new creation always. Aber Jesus, er gibt uns diese Garantie und sagt, ihr seid eine neue Schöpfung für immer. That we shall be happy, the new wine happy, here and in the life after. Und dass wir nämlich glücklich sind, hier in diesem Leben und in der Ewigkeit. And today, during this Mass, at every Mass, heute in dieser Heiligen Messe und in jeder Heiligen Messe, this guarantee is renewed. Wird diese Garantie erneuert. As Jesus feeds us with his body and blood, this guarantee that we shall live with him forever in this life and in the next continues. Wenn Jesus uns nährt mit seinem Fleisch und seinem Blut, ist das eine Garantie, dass wir leben für immer in diesem Leben und in der Ewigkeit. Guarantee that we shall always remain happy. Eine Garantie dafür, dass wir immer glücklich sein. Guarantee that we shall always win over the evil one. Eine Garantie dafür, dass wir immer über das Böse siegen werden. Whatever happens in our life, we shall rise with Christ. Also alles, was in unserem Leben passieren wird, werden wir mit Christus überwinden. And this is an experience in this life and it continues in eternal life. Das ist eine Erfahrung, die wir in diesem Leben machen und die wir mitnehmen in die Ewigkeit. And that's why Carl and Sahayam and all of you here are smiling and you are happy. Das ist der Grund, warum Carl und ich und alle, die ihr hier seid, warum wir glücklich sind. That's why Brother Thomas Paul is here without his wife and children. He's very happy here. Und das ist, warum Thomas Paul hier ist, ohne seine Frau, ohne seine Kinder und trotzdem glücklich ist. Because Jesus has given him a guarantee that his family will be looked after. Also, weil Jesus ihm diese Garantie gegeben hat, dass Jesus sich um seine Familie kümmert. Even if he doesn't call his wife every minute, every day, things will go on. Selbst wenn er seine Frau nicht alle halbe Stunde oder jeden Tag anruft, gehen die Dinge gut weiter. And therefore he is doing God's work 24/7.
Und dafür tut er das Werk Gottes 24 mal 7 Tage lang. This is our story. Das ist unsere Lebensgeschichte. Not only someone else's story, this is my story. Das ist nicht die Geschichte von irgendjemandem anders, das ist meine Geschichte. When I became a Christian through baptism, wenn ich Christ geworden bin durch die Taufe, and fortified through the sacraments, und become stronger through the sacraments, wenn ich gestärkt werde, gestärkt worden bin durch die Sakramente, in a special way through the Eucharist and the sacrament of reconciliation, in besonderer Weise durch das Sakrament der Eucharistie und der Versöhnung, this guarantee of being new is assured. Dadurch bekommt diese Garantie der Neuschöpfung eine große Gewissheit. It's a guarantee that the husband and wife will not get tired of each other. So wie die Gewissheit, dass Mann und Frau nicht voneinander getrennt werden. And for the young friends who are here, your boyfriend and girlfriend will not get tired of each other. Und für die jungen Leute, die hier sind, dass ihr mit eurer Freund oder Freundin nicht müde werdet. Because the word of God in you is making you a new creation. Weil das Wort Gottes in euch macht aus euch immer wieder eine neue Schöpfung. Your relationships are going to be screened through the word of God. Und eure Beziehungen werden screened? Going to be filtered through the word. Werden durch das Wort Gottes gereinigt. So the word of God tells you what to do and what not to do. Das Wort Gottes sagt euch ganz klar, was zu tun ist und was zu lassen ist. And ensures your smile forever. Und es befähigt euch, dass ihr immer lächeln könnt. Ensures that there are no breakups in relationships. Und es gibt euch die Gewissheit, dass eure Beziehungen nicht zerbrechen. You don't need to spend money to buy a relationship. Ihr braucht kein Geld ausgeben, um eine Beziehung zu kaufen. You don't need to give costly gifts to keep a girl in place. Ihr braucht nicht kostbare Geschenke zu machen, um eure Freundin zu bewahren. Or similarly for the boy to be in place. Oder euren Freund, dass er an eurer Seite bleibt. The word of God does it as a guarantee for us. Das tut das Wort Gottes als eine Garantie für uns. And we renew it each time we participate in the Eucharist. Und das wird jedes Mal erneuert, wenn wir an der Eucharistiefeier teilnehmen. Let's thank the Lord for giving us this gift of Himself in this Eucharist. Danken wir Gott für dieses Geschenk, dass er sich uns selbst schenkt in der heiligen Eucharistie. Let's spend a few minutes in silence. Wir verbringen jetzt dafür einige Minuten wirklich in der Stille.